Hallo, ihr Leute, die auch die kleinen Dinge zu schätzen wissen. Willkommen zurück zu Grounded. So, wunderbar. Ich muss langsam mal ein bisschen was essen und trinken, sehe ich gerade. Was machen denn die Müsli-Riegel? Voll mit Nüssen, Rosinen und Honig. Eine süße Erinnerung an das frühere Leben. Lindert den Großteil des Hungers. Den Großteil. Für mich ist das ein Sechstel. Also, nicht mal ein Sechstel. Sagen wir mal ein Zwölftel. Das ist ein Scheiß. Großteil des... Okay. Vergiss es. Das ist nix. So. Gucken wir mal. Ich gehe mal zurück zur Station. Hol ich mir noch ein bisschen Wasser. Sieht so köstlich aus. Wassertropfen. Hätte noch mehr. Also der gute Tau einfach. Der Morgentau, ne? So, dann gucke ich, dass ich mir noch... Blup. Ich mir schnell bald eine Flasche mache. So, aber erstmal will ich jetzt ein paar Pilze essen. So, wir müssen nämlich langsam den Hunger wegkriegen. Ist gar nicht so einfach, wenn man überlegt. Man ist zwar super klein und alles, was irgendwie ein bisschen größer ist, gibt einem eine ganze Menge Nährstoffe. Aber, ja, die muss man erstmal finden. So, was haben wir denn hier? Ausgestopfte Fliege. Bald haben wir wieder Level up. So, und was ist das noch? Großfliegenfleisch. Ja. Ja, neue Rezepte, keins. Aber wir haben Level up, wie gesagt. Aufleveln. Und rote Ameisenarmschoner, rote Ameisenknieschoner, roter Ameisenhelm. Wow, das sieht aus wie so ein Samurai-Helm. Bereits bekannt, Spresslingsbock. Ja, gut. Gut. Hirnschmalz-Freischaltung, da können wir es mal sehen. Level 3? Ach, guck mal, da haben wir schon die Schaufel und so weiter. Und die Flasche. Das kann man auch anders kriegen, ohne die Level-Ups, wie man sieht. So, herstellen. Was haben wir denn hier noch? Kieselhammer, Kieselaxt. Ich brauche halt Sirup oder Saft. Zap brauchen wir noch. Hier, ich brauche Madenhaut. Dafür brauche ich Milbenpelze, rote Ameisenbrocken, rote Ameisenkopf. Ist schon ein bisschen makaber, die armen Viecher. Aber wie gesagt, ich brauche noch eine Werkbank ganz dringend. Und dafür brauche ich leider Saft. Wegmarkierung, Stängellager. Aha. Eine Plattform, auf der man feinsäuberlich Unkrautstängel stapeln kann. Ein Plattenlager und ein Vorratskorb. Ein primitiver Korb, der bis zu 20 Gegenstandsstapel enthält. Durch hochmoderne Markierungstechnologie kann man den innerhalb da draußen, außen drauf schreiben. Ist schon geil, ne? Was haben wir noch? Ist auch ein bisschen komisch. Tote Ameise. Kleetisch. Ein einfacher Tisch aus Klee. Sprösslingszaun. Eine ausgestopfte Laus. Putzig und knuddelig und so. Oh nein. Ausgestopfte Milbe. Irgendwo zwischen kuschelig und eklig. Ausgestopfte Fliege. Eine ausgestopfte Fliege. Perfekt, um den Rüssel zu stupsen. Was? Was macht denn die Säuredrüse? Aha, eine glibberige Drüse, die man in der Herstellung verwenden kann. Ja, ja. So, haben wir das alles mal markiert. Trinkflasche. Oh ja, Madenhaut. Eine dichte Tasche aus Madenhaut, in der man zwei Flüssigkeitstropfen zum Trinken oder Einlagern befördern könnte. Geil. Was macht der Felspelz? Deutlicher wird es nicht. Wenn du die widerwärtige Mischung runterkriegst, macht dich das aus irgendeinem Grund eine Weile gesünder. Ah ja. Hier Geschwindigkeit gibt es plus, Schaden plus, Alt und Regeneration. Also Ton, Milbenpelz und Kiesel. Wo kriege ich denn Maden heute her? Fehlende Zutaten. Keine Ahnung. So, die Ameisen haben schon eine Läuselatschen. Ein paar Schuhe aus glitschigem Läusefleisch. Besonders widerstandsfähig sind sie nicht, aber dafür gleitest du nur so dort dahin. Naja, wie gesagt, ich finde das nicht sehr gut. Und es ist schon heller jetzt. 5.59 Uhr, geht echt schnell. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben da diese Maschine. Mysteriöse Maschine. Wollen wir mal zum Baum gehen? Wie gesagt, der müsste ja hier dann sein. Suchen wir uns an dem Tag jetzt heute mal zum Baum zu bewegen. Warum auch nicht? Anscheinend geht das hier ein bisschen anders vonstatten. Also wie gesagt, in der Alpha oder Beta, da war ich dann
echt sehr spät erst am Baum, weil da wird es auch ein bisschen gefährlich. Oh, Löwenzahn. Zahn. Okay. Oh yeah. Sind die jetzt runtergefallen? Ja! Pusteblumenschirmchen! Damit kann ich gleiten, wenn ich... Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Da kann ich gleiten, wenn ich in der Luft bin. Oh Mann. Warte, wie geht das jetzt? Einfach so? Ne, mit links Shift. Ah, wie gut. Unkrautstängel. Löwenzahn ist doch kein Unkraut. Ah, ich finde das so toll, die machen alles so schöne Geräusche. Ja, also wie gesagt, alles so ein bisschen komisch. Oh nein, die Laus. Ich will keine Läuse töten, die sind so süß. Man kann die, glaube ich, auch als Haustiere halten später. Habe ja schon mal gesagt, ne? So. Legen wir die erstmal hier ab. Das ist ja unsere kleine Station, sage ich jetzt mal, das Labor. Ach, warte mal. Kann ich den Stängel vielleicht auch noch versuchen? Kann ich den scannen? Nö, leider nicht. Ausrüstung und schleppen. Gültiges Objekt. Oh, analysiere die Grasplatte. Baue eine Werkbank. Habe ich doch schon, oder? Die Grasplatte? Nee, habe ich noch nicht. Sehr gut. Ach, du... Grastisch, Dreieckswand, halbhohe Graswand, Grastür, Graswand, Pflanzenfaser. Geil. Ja, aber wie gesagt, ich brauche Saft, ne? Ist der jetzt vielleicht wieder hier nachgewachsen an dem... Ja, der Saft ist wieder am Stängel da. Oder? Nee. Hey? Nicht zu neugierig werden, kleine Ameise. Es wäre so cool, wenn das ginge, wie ein Liebling, ich habe die Kinder geschrubbt, dass man auf eine Ameise reitet irgendwann, oder? Das wäre der Hammer. Vielleicht geht das hier auch, vielleicht kann ich mir eine Ameise zähmen. Ich weiß es gar nicht, was hier in der finalen Version alles drin ist. Hätte ich irgendwo noch ein bisschen Saft? Ich werde zu sagen, wo man den herkriegt, aber ich glaube eigentlich nur an diesen Stängeln hier. Was ist, wenn ich das... Nee, kommt auch keiner. Auf jeden Fall lege ich mich nicht mit den Ameisen an. Die sind eine Armee. Da kommen dann, glaube ich, immer mehr und dann fangen die einen an zu jagen und so. Also. Nee, lass mal. Was denn? Oh, wie cool. Icecaps-Pastillen. Oh, wie geil. Das ist eine riesige Tic-Tac-Packung. Sozusagen. Ich kann die aufmachen. Alter! Echt da rein? Oh, Hammer da. Oh nein, ich brauche Hammerstufe 2. Oh nö. Oh, wie cool. Da kann ich mir die später auch noch holen. Das ist jetzt markiert. Ja, die ist markiert. Icecaps Pastillen. Ist das geil einfach. Das ist Saft. Gut, jetzt kann ich mir die Werkbank bauen. Aha. Frag mich, ob es auch guten Fallschaden gibt oder ob das sich in Grenzen hält. Komm, wir bauen am Labor die Werkbank. Ich meine, das macht am meisten Sinn, oder? So. Weiß noch nicht, ob die Ameisen irgendwann zu neugierig werden. Will ich, glaube ich, jetzt nicht so rausfinden. Ah, so. War gut. Hier, Werkbank. Konstruieren. Standort versperrt. Super bauen. Heißt super bauen. Bauen der Werkbank, analysiere die Grasplatte. So, eine Werkbank wird gebraucht, um komplexere Gegenstände herzustellen. Interagiere damit, um das Herstellungsmenü aufzurufen. Geil. So, jetzt mache ich mir erstmal ein Kleeponcho. Da brauche ich noch mehr Seile. So. Kleebeinschienen, da brauche ich ein Seil. So, oh, ich habe ja ganz
Mach ich mal ein paar hier. So. Kleehaube noch. Ja, komm. Kann man mal machen. Und Kleebeinschienen. Geil. That should keep me safe. Safe fur. Safe fur. Gut. Dass man das auch noch am Körper sieht. Voll geil. Guck mal. Das ist so. Ah, es ist einfach. Das Spiel ist einfach Liebe, oder? Das ist einfach Liebe. So, wie. Warte mal, was war das mit der Flasche? Grastisch. Aha, aha. Hier, Trinkflasche. Draußen sind Kinder. Madenhaut. So, wo kriegt man denn die Maden her? Zum Eintrag. Ja, einer gemeinen Made. Alles klar. Oh, bald schon wieder was zu trinken. Noch ein bisschen Tau hier. So schön. Es ist einfach nur schön, dieses Spiel. Und gefährlich. Ihr werdet es noch sehen. Schönheit trügt. Und der Baum. Achso, den sieht man die ganze Zeit so im Hintergrund. Ich finde es auch schön, wie sich der Fokus umstellt. Herrlich einfach. Großes Rüsselkäferfleisch. Käferrüssel. Oh nein, da hat irgendein Vieh einen Rüsselkäfer getötet. Armen Tierchen. Ich sehe gerade keinen Tau, leider. Eine Schnecke. Noch drin oder ist das Schnecke? Oh, es ist leer. Voll krass. So. Safttropfen. Alter, der gibt mir ja voll alles. Der gibt mir Leben und Dings hier. Also, der gibt mir Essen und Trinken gleichzeitig. Da ist noch ein Tropfen, aber jetzt brauche ich nicht mehr. Alles gut. Was? Hm. Alter. Die Ameise ist aggro. Da ist eine Spinne. Alter, seht ihr die Spinne? Natürlich seht ihr die. Oh, fuck. Was ist es denn? Wo ist es denn? Nee, ich entferne mich. Scheiße. Alter Ameisenhügel. Weiß nicht, wo das sein soll. Oh, oh, die ist auf jeden Fall toxisch, die Ameise. Guck mal. Hup, 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 hup. Ja! Alter, wie geil. Oh, bloß Abrüsselkäfer. Ist gefährlich hier. Da ist es. Hinter dem Baumstamm, also dem Stöckchen. Da ist es. Marienkäfer. March, yonder lady of the Clover Forest. On what errand does the day find you? Die sind übrigens auch gefährlich, wenn man sie angreift. So ein Marienkäfer weiß sich auch zu wehren gegen so einen kleinen Winzling wie uns. Oh nein! Der Ratnetzspinne Junior. Au! Alter. Ein bisschen Ausdauer. Ja, ich krieg langsam Gesundheit zurück durch den Verband. Nein! Oh nein! Peter lag einer Vergiftung. Oh nein.
Respawn bei der Kinderbox. Respawn, Überlebenshandbuch. Ah, Respawn. Hallo Ameisi. Oh, ich hab nichts mehr. Ach, das liegt alles da vorne jetzt. In 190 cm Entfernung. Oh nein, armer Käfer, Vorsicht. Ach scheiße, ich wollte mir nämlich gerade ein Zelt bauen, Leute. Also so ein offenes Zelt zum Übernachten, dass ich kurz hier meinen Respawn setzen kann. Und dann kommt diese blöde Spinne. Also wieder, ich spiele es auf normal. Stell dir vor, ich jetzt auf schwer gespielt. Da hätte ich mich wahrscheinlich mit zwei Treffern gekillt. Vergiftet und getötet. Aber hey, immerhin habe ich noch meine Ausrüstung. Also meine, die ich anhatte. Hopp, 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 hopp. Oh, die arme Laus. Ne, lauf, kleine Laus. Die Radnetzspinne noch da. Ich hoffe, die ist auch fast tot. Wie es vorher war. Oh yeah. Wieder. Bitte Sau. Also ich muss mir schnell, wie gesagt, offenes Zelt. Oh nein, ich brauche Kleeblätter. Wow. Da ist er wieder. Das ist die Ameise. Ey. Ey, du dumme Sau. Helft mir, Ameisen, bitte. Alter, was sie mir abzieht! Ich baue mir einen Bogen, dann komme ich wieder. Ich sterbe jetzt. Ja, ich gehe drauf. Definitiv. Eat a lag einer Vergiftung. Oh! Du Kackvieh! Was brauche ich für den Bogen nochmal? Warte mal. Sprössling, Fliegenpelz. Ach, shit. Und Seile. Pfeile muss ich mir dann auch noch bauen. Ja, Fliegen. Wo sind denn immer Fliegen? Bei toten Tieren wahrscheinlich. Oder Kacke. Ah? So. Warum hat er auf einmal den Speer auf die 3 von der 3 auf die 2? Sehe ich nicht. Ach, Kinder. So war das nicht geplant, aber ich sag ja, an den Sachen ist halt gefährlich, ne? Da ist gefährlich. Right where I left you. Gabel fallen lassen und Kram dabei. Double verschrotten. So. So, und jetzt baue ich mir erstmal hier so ein schönes Zelt. Offenes Zelt, ja bitte. Das heißt eigentlich super bauen, ich verstehe es immer noch nicht. So, Respawn-Punkt setzen. Dankeschön. Ich mich ja gleich mal um diese Kackspinne kümmern. Aber erstmal. Ich die Pelze jetzt her, bitte. Ich muss auf die Schnelle irgendwie ein paar Fliegen erledigen. Bing. Oh, guck mal, da rennt irgendwas Großes und macht die Gräser. Nein! Alter, es ist wieder eine Spinne. Eine Radnetzspinne. Könnt ihr euch jetzt den Saft auch essen? Wurzeln und gefallene Äste absorbieren. Ah, okay. Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. Brussels sprouts. Ich hasse Blumenkohl übrigens auch. Oh, der Brüsselkäfer. Was stellt ein Faserverband her? Hatte ich doch schon mal.
Ja. Hat noch welche. Wimper für Augenklappe. Ah. Noch ein bisschen Saft. Dann gleich noch einen. Sieht nicht so aus. So, was haben wir denn alles noch hier? Auch wieder was zu trinken. Ach Mann, ich will halt dieses scheiß Labor, ohne dass die Spinne mich wieder angreift. Aber die ist auch so garstig mit ihrer Angriffsfolge. Das kannst du gar nicht richtig einschätzen. Das ist ja eine Eichel. Und ich habe einen Hammer dafür. Kann ich mir eine Schaufel bauen? Yeah. Oh, was ist das? Eichelkappe. So, jetzt machen wir uns erstmal eine Schaufel. Geil. Oh nein, die. Kein Platz mehr, warte mal. Stapel verschrotten, ja. Ich habe so viel Fasern gesammelt. Ja. Yeah. So, die Schaufel packen wir mal auf die 7. Ist ja auch egal wohin. Eichelbrocken, die kann ich bestimmt essen, oder? Essbare Leckerbissen aus einer Eichel, die man gut zu Snacks verarbeiten kann. Yeah. Super. Pack kleine Radnetzspinne. Ich glaube, die sind immer an denselben Orten. Und die spawnen auch recht schnell wieder, die Spinnenviecher. Ach, guck mal, da ist ein Wurm. Versuch den mal auszubuddeln. Oh, eine Made! Oh, wie gut. Das ist Madenhaut. Was haben wir noch? Und Madenschleim. Doch mal geil. Gleich analysieren, solange ich nicht wieder von der Spinne irgendwie erledigt werde. So, was macht's? Madenschleim. Madenweste und Smoothie-Küche. Geil. So, die Eichelreste. Lausator-Pilz. Und ja, wissen wir ja, dass wir aus die Schaufel machen können. Eichelbrustplatte, Gesichtsmaske, Beinpanzer, Vorratskiste, Wasserba. Oh, Schildra. Alter. Ich brauche definitiv mehr Eicheln. Ah, oh, da ist sie wieder. Nein, eine dumme Sau. Alter, wie schnell die auch noch ist. Ich hasse sie. Und das ist so eine Babyspinne. Stell dir mal vor, die ist ausgewachsen. Die ist so groß wie ein Haus dann. Oh, sie hat mich verloren, glaube ich. Hoffe ich. Nicht so sicher. Ich hole mir erstmal ein bisschen Wasser jetzt. Weg von den Spinnen hier. Da vorne ist wieder eine. Ich meine, ich nehme es ihnen nicht übel, ne? Die müssen ja auch was fressen, ist klar. Es ist immer mein Problem bei solchen Spielen. Der Platz. Ich hab nie. Okay, ich hab. Mist. Warte. Komm her. Yeah. Das muss Madenfleisch. Warum hatte ich das vorher noch nicht? Oh. Jam. Tut mir leid, Ameise. Ich habe leider dein Fleisch geklaut. Also mein Fleisch, ne? Ich hab's gejagt. Also, es ist meins. So. Ich glaube, ich werde mal so ein paar Wegweiser bauen, dass ich das immer sehe. Ich glaube, die sieht man nämlich dann hier auch in der Spielwelt. So, und nicht nur, wenn man da dran steht. Oh, ich kann auch Emotes machen mit H. So, herstellen. Ich dachte, herstellen, oder ne? Ist halt H. War es dummerweise nicht. Haben wir das denn hier? Wegmarkierung. Blätter. Ich habe keinen Platz. Hier hat Vogel. Boah, ich habe irgendwie Angst, dass die Vögel. Ah! Das ist die Mama. Ah, du Scheiße. Alter, hau ab!
Ich will nur in Ruhe hier analysieren, du blöde Bitch. Saftfänger, Spinnrad, Eichelzaungarten mit. Alter, was für Rezepte, ich hab dich heute wahnsinnig. Ja, hilf mir. Rote Arbeiterameise, hilf mir bitte. Warum haben die eigentlich so Striche zwischen den Lebensbalken? Ist das irgendwie so eine Art. Oh. Ist ja noch mehr. Was denn? Saft. Ah! Alter! Ah! Du dumme Sau! Guck mal, die hat jemand Netze gesponnen! Okay, ich bin tot. Ich häng fest. Es ist so frech, ne? Es ist so frech. Da sind sie, Pete. Mir keine Sorgen. Leute, tut mir leid, ich gehe zurück. Hier ist es mir echt zu gefährlich. Ich mache das später mit dem Baum. Ich will erstmal in Ruhe ein bisschen bauen und gucken, was so geht. Ich hab's gesagt, die Spinnen, die sind so aggro. Das sind so Dreckviecher. Ja, deine Mutter. Und mir fällt das jetzt nicht in die Pfütze und. Okay. Fäll aus! Oh nein. Was verbrauchen? Und ich bin vergiftet. Ach du Scheiße, das ist aber echt fieses Gift. Hallo Ameise. Guck mal, die sind voll neugierig. Ich finde das süß. Aber wie gesagt, nicht angreifen. Die tun einem in der Regel nichts. Oh, was ist das denn? Ach du. Was? Tropikop Punch-O. Tropikop. Mit was anfangen? Sind die alle irgendwie interaktiv, die Sachen? Voll geil. Sieht irgendwie aus wie Bob's Burger? Ich weiß nicht, die Comic. Der Comic-Stil. Okay. Gibt's hier noch was? Ja, da ist die Maschine. Puh. Ja. Ich habe jetzt erstmal echt genug von diesen Viechern, ne? Von den Ameisen. Von den. Guck mal, die trägt was. Was hast du denn, kleine Ameise? Zeigst du mir nicht, ne? Ah, warte, hier war der. Hier ist das. Ja. Nee, also Spinnen. Die sind echt ätzend hier. Aber wie gesagt, Marienkäfer können auch krass sein, wenn man sie angreift. Und ich glaube, die braucht man später auch für Rüstungen und so weiter. Ist ein bisschen heftig. Madenweste. Warte mal, so. Wir machen jetzt erstmal hier Zippidi-Zapp. Erforschen mal die Madenhaut. Hier kann ich mich wieder dreimal erforschen. Maden-Leggings, Maden-Brille. Warum nicht? Oh, und ich habe wieder Level Up. Yeah. Rüsselkäferschild. So. Fleisch. Ja, ich baue mir jetzt erstmal ein paar Behältnisse und da schmeiße ich das Zeug rein. Ausgestopfter. Oh nein. Ich finde das so gemein. Ich mag Taxidermie sowieso nicht. Ich finde das total abartig, muss ich mal sagen. Eine Gasmaske. Okay. Ich finde das total pervers. Taxidermie, also Tiere ausstopfen. Nee. Nee, mag ich nicht. Wie viel passt da rein? 40. Kleeblatt, Eichelschale, Saft. Da brauche ich nur Kleeblätter für. Ja, kann man machen, ne? Das viel? Viel. Der Klee. Upp. Wieder Abend, ne? Das geht echt schnell. Ich will die auch nicht hauen, die Ameisen. Die sind aber immer so neugierig und rennen überall rein. Ich wünschte, man könnte das irgendwie einstellen, dass der Tag nicht so schnell rumgeht. Ich finde das echt übertrieben schnell, ne? Voll übertrieben hier. So. Und dann machen wir uns mal hier ein Behältnis. Da. Ja. Ach so, wenn ich Superbauen mache, wird alles auf einmal benutzt. Ich kann aber schon so kleine. Das ist ja geil. Warte mal, dann mache ich da schon mal ein paar im Vorrat.
Beispiel hier, warte. Vielleicht dann für später, weißt du? So, die Blaupause kann man nämlich schon platzieren. Warte mal, ich kann hier auch ganz viele gleich reinlegen. Zum Beispiel diese Milbenhaut brauche ich jetzt nicht. Steine brauche ich nicht. Das Fleisch brauche ich nicht wirklich. Oh, das hält aber auch nicht so lange, ne? Ah, schön. Das geht ja auch kaputt mit der Zeit. Shit. Mach ich die mal kaputt. Fadenfleisch. Michel legen wir rein. Die Kappe. Großes Läusefleisch. Und nein. Die arme Laus ist für nichts gestorben, weißt du? Einlagern, bitte. Kommt dann gleich alle. Fadenhaut. Fadenschleim. Halt alles, was ich jetzt nicht sofort brauche, ne? Saft. Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. So. Och, Fliegenscheiß. Alles klar. Das ist schon wieder so spät. Aber kann ich mir nicht so Lichter auch machen? Ein Spinnrad. Verschiedene Materialien zu stärken und edlen Fäden. Ein Saftfänger macht an saftproduzierenden Wurzeln und Ästen angebracht die Ernte leichter. Und ein Püriergerät zerlegt verschiedene Bestandteile Teile in seine Bestandteile. Wasserbehälter. 6 Tropfen Flüssigkeit. Eine Smoothie-Küche. Häckselt und mischt Dinge zu trinkbaren Substanzen, die Gesundheit und allerlei Nebenwirkungen bringen. Ja, Nebenwirkung. Pflanzenleuchte. Saft, trockene Grasbrocken. Okay. Eine feste Lichtquelle, die die Umgebung beleuchtet. Eine Saftleuchte. Eine einfache Fackel für eine einfache Wand. Praktisch und effizient. Eine Schleimpilzleuchte. Das ist ja geil. Aber ich bräuchte halt mehr von diesen Pflanzenleuchten, ne? Warte mal. Da eine hin. Und da eine hin. Und noch da eine hin. Brauchen wir die Sprösslinge schon mal. Saft, trockene Grasbrocken. Ja. Hier hat man mein Zelt da vorne. Leute, der Part ist leider schon wieder vorbei. Was soll ich sagen? Ich find's mega. Mir macht das voll Spaß. Es ist so toll, alles zu entdecken und nach und nach die ganzen Sachen hier mitzunehmen. Warte mal. Hier? Nee. Wir benutzen das mal. Respawn-Punkt. Und schlafen. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei nächstes Mal. Oh, guck mal, wie schön es immer aussieht. Die ganze Stadt. Und so ein wunderbarer Garten einfach hier. Mit ganz viel Spinnen. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dabei. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Grounded. Macht's gut, tschüss.